Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Test bei Train Simulator 2013. Heute zeige ich euch kurz mal die Baureihe 423 für 13,99 € im Shop. Ja, so sieht das Ganze aus. Es ist eine S-Bahn eigentlich. Aber ich fahre jetzt damit mal Hagensiegen. Ja, S3 nach Holzkirchen stimmt jetzt auch nicht, aber egal. So sieht der Führerstand aus. Ja, Licht anmachen und losfahren. Also das Fahrzeug hat super Sound, wie man hört. Das Quietschen in der Kurve ist vor allem sehr schön in der Weiche. Ja, die Kiste schafft maximal 140 km/h. Wie gesagt, ist eigentlich eine S-Bahn. So sieht sie innen aus. Gehört zur Familie Quietschi und ist von Bombardier gebaut. Wird wie gesagt in München als S-Bahn seit einigen Jahren und ja, wird eigentlich zuverlässig, soweit ich weiß. So klingt die Hupe. Genau. Kann ich noch sagen zu dem Fahrzeug? Also ich bin sehr zufrieden damit, gefällt mir sehr gut. Ist im Moment mein Lieblingsfahrzeug in Train Simulator. Einfach super Teil. So sieht es von hinten aus, im Führerstand. Ja, das ganz hinten sollte nicht sein, aber egal. Ja, also wie gesagt, super Teil, auf jeden Fall zu empfehlen. Im nächsten Bahnhof werden wir mal die Türen öffnen, wobei dann auch ein kleiner Bug dabei ist, das werde ich euch dann gleich zeigen. Ja, ich würde sagen, ihr genießt mal kurz die Fahrt und ich bin mal kurz still. So, in Kürze erreichen wir dann auch unseren ersten Bahnhof. Da würden wir, wie gesagt, mal die Türen öffnen. Ja. Mittlerweile haben wir auch die 130 Abonnenten, glaube ich, und fast 30.000 Videoaufrufe. Ich habe jetzt auch eine neue Videokamera für reale Bahnvideos und Modellbahnvideos, und zwar die Canon Leclerc HFR 406. Ich bin sehr zufrieden damit. Nur was mich ein bisschen stört, ist, dass die Kamera nur 3,2 Megapixel hat. Aber man kommt gerade so aus am PC-Bildschirm von der Größe her, dass es nicht verpixelt ist. Ja. So viel eigentlich zu dem. Das neue Titelbild, was jetzt im Moment auf meinem YouTube-Kanal ist, das ist in München entstanden mit dem Alex und das ist auch mit der Canon Leclerc 406 gemacht.
Vielleicht lade ich auch mal ein Video zu der Kamera hoch. Mal sehen. So, wir halten jetzt hier mal an. Hat einen längeren Bremsweg, das Teil. Muss man beachten. Gefällt mir aber wesentlich besser der Bremsweg wie beim Metronom. Da drückt man auf die Bremse und dann steht man. So ungefähr. Und das wollen wir ja nicht. So, Türen öffnen. Und offen sind sie. Jetzt zeige ich euch mal kurz den Bug. Wie man sieht, sieht man hier nicht, dass die Tür offen ist von innen. Das ist der Bug. Mehr Bugs habe ich nicht gefunden. Nur, dass die Tür von innen nicht offen ist, wenn man innen schaut. Ja, wie gesagt, schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Sehr detailliert wieder, wie man es bei Twin Simulator kennt. So das Ganze ohne Sound. Ja, Spitzenlicht, Rücklicht, gar keins. Mit Spitzenlicht, Scheibenwischer von außen, Hupe, Hupe, ja, und Führerstand. Und dann fahren wir mal los mit 100%iger Beschleunigung, würde ich sagen. Dann sieht man schon, dass das Teil ganz hinwegzieht. Also macht schon Spaß, damit zu fahren. Das war's aber dann eigentlich schon im Groben und Ganzen zur Vorstellung der Baureihe 423. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem weiteren Video auf FEW-Bahn. Bis dahin, bleibt gesund und tschüssikowski.